Bijna engine indication, advisory. Dus weer het gelijke probleem. Dat was gisteren schon. Meiner Sicht, Hektik haben wir keine wegen Gewicht. Zuschauen können wir einen Moment. Ja. Ich gehe aber gleich mal. Kann ich dir die Voice geben? Kann man rasch aufs MCC, solange die noch haben. Ne? You're flying. MCC, Swiss 188, zum Mike, November. Mike, November, guten Tag. Ja, guten Tag. Wir sind ja auf dem Flug, der gestern auf dem Testflug war. Hat Engine 3 Oil Temperature High gehabt, einen Shutdown gehabt während dem Testflug. So viel weiss ich. Jetzt sind wir im Abflug und haben bereits ein Oil Temperature Advisory. Es ist auf 145 Grad. Das heisst, es ist doch schon 80 Grad höher als die anderen drei. Ich kann das Troubleshooting so mitteilen. Chile Mag November, Engine 3, Oil, Temperature, ja? Merci, wir warten mal. Wir sind eh schwer, also es geht eh eine Weile, was auch immer wir machen, wir haben keine Hektik. Nur schnelle Frage: Seatbelt lassen wir uns im Moment on, dass sie nicht alles rausnehmen? Ich würde es mal laufen. Schauen wir mal rasch in den Open-Reach rein, mal schauen, wo ich. Also. Ist ansteigend, die Temperatur. Also, Galley oder Generator off. Galley off ist Katastrophe. Hm? Wenn wir Generator 3 abstellen. Was meinst du? 1000 Rate up 160, das ist gut. Traffic ist auch okay. Ja, ich muss den rausnehmen. Jetzt ist ja bereits bei 150, das habe ich dann das nächste Thema. Wobei, du bist, Moment, du bist beim Electrical. Pass auf, Engine, Oil Temperature, ist doch das. Ah, bin ich meine Geschichte. Sorry, ja, ich bin jetzt auch da angekommen. Sorry, das ist recht. High Speed, reduced generator load, hä? Huh? Comes up to the same. Or turn off generator if oil temperature. Mal im Elektro-Seite schauen, was wir dort haben. IDG Temperature. Ist auch hoch, he? Also ich hänge mal den Generator ab. Bist du einverstanden? Wir haben ja, wir haben drei. Wir haben einen Hampel, ja. Okay. Ready? Elek 3. Gen, he? Flight Director 1 and 2, Autopilot 2, Ace Trust, on Trust, Climb Nav, ist gut, Power Performance, is not affected. Elex Gen 3 off, no action. Ist mir klar. Gally partially shut, da kann ich telefonieren. HC, kannst du da rasch führen kommen, bitte? Das ist Machine Lufthansa, 93 Alpha, passing 270, descending 250 M1 anomaly. Und wir haben jetzt basierend auf dem den Generator abgehängt, weil wir haben auch auf dem IDG, was wir auch können, ist der IDG abhängen, oder? Das ist eigentlich die nächste Trick. Das ist aber nachher final, oder? Den holen wir nicht mehr zurück. Ich mache ein bisschen Leute, die hören das. Power, Performance ist gut. Ganz einen Moment kurz, das ist nicht dramatisch. So. Mike November, könntet ihr parallel dazu abklären, was wird passieren, wenn ich den IDG würde disconnecten hinsichtlich unserem Flug nach Shanghai? Wir reden vom IDG 3, korrekt? IDG 3, ja, im Moment 155 Grad, obwohl wir den Generator abgehängt haben. Das ist aber ein bisschen Drama, was also ich sage, dass ein Q-Rage heisst, IDG der Gain ausschalten, wir schlagen vor, der IDG auch auszukoppeln, wo richtig. Also machen wir das einmal und dann melden wir uns wieder. Elek, du bist parat, gell? IDG 3? Checked, confirmed. Off. Machen wir mal noch Second Procedure. Ja. Elek Park, Galley Shed. Von Galley Recovery, das ist im Moment kein Thema. Ja. Clear. Clear. Disconnected, ja. Ist confirmed. Aha.
immerhin mal eine positive Meldung, oder? Der braucht wahrscheinlich einen Moment, bis er runterkommt. Also das nächste wäre dann da. Engine oil temperature between 140 and 155 for more than 50 minutes. Oil temperature above 155. Da haben wir eine Eckernwarnung und dann müssen wir abstellen, oder? For how many minutes? 15. Und ich würde vor allem mal reduzieren. Ja. Dann nehme einfach mal das Träuchchen hinter. Confirm. Check. Haben wir auch. Was ist ID? 1337 Swiss. Das ist Engine Oil Temperature Advisor in Richtung. Das ist also nicht IDQL, sondern wirklich engine-seitig. Also der Advisor ist engine-seitig. Wir haben aber auch eine höhere IDQ-Temperatur gehabt. Wir haben jetzt leicht reduziert die Leistung. Und haben jetzt eine sinkende Öltemperatur. Wir hoffen, dass wir noch an der Warnung vorbeikommen. Jetzt ist sie wieder ein bisschen hochgekommen. Aber wir sind so zwischen 145 und 50 im Moment mit reduzierter Leistung. IDG ist off. Okay, das ist verstanden. Engine 3. Engine Öltemperatur 145 bis 150 Grad, leicht reduziert. Und der IDG ist ausgekoppelt beim 3. Power. Ja. Jawohl, es ist jetzt so, dass wir also unsere 15 Minuten überschritten haben und gemäß ECA müssen wir jetzt das Triebwerk abstellen, was wir jetzt also werden machen. Wir geben uns noch Sekunden, oder? Dann schlagen wir vor, dass ihr reduziert und so retour könnt, allfällig, ja? Jawohl, das machen wir. Wir müssen das noch organisieren. Würden Sie DLS informieren? Ich denke, wir sind unter 131.7 Mikros, weil es ist WLS-Funk und ich werde das gerne noch kommunizieren. Ja? Okay, ich bin im Moment weg, muss jetzt noch etwas arbeiten. Danke. Also. Ja, TLS, ich werde dann einfach irgendwann mal ein Zeta in Zürich. Ja, wir müssen dann noch dämpfen, Toni, es geht noch einen Moment, gell? No problem. Gut, also Power Performance hast du gemacht, dann Max, bin ich wieder da. Max, könnt clean sind wir. Thrust lever idle, master switch number 3. Das ist confirmed. Off. Master caution, engine shutdown, engines machen weiter, das ist gut. Ja. Ich mache einen level off, oder? Level off und zuerst wir brauchen einen Raum, wo wir können dämpfen. Radar, Swiss 188. Ja. Swiss 188, we have a technical problem. We had to stop one engine. We have to level off and please send us over to a place where we can dump fuel. Roger, level off, level 290. I call you back. Leveling off 290, Swiss 188. 290 realistisch? 290 vertical speed. Muss gut schauen. Turkish 1, 588 is identified. Turkish 1039 is identified as well. Approaching 290 is set, speed is checked. One engine out, 250. Negative. Negative. We would like to descend to about flight level 270 to keep our speed. How does this 188 descend flight level 270? Descending flight level 270 Swiss 188. Status. Single engine approach, flaps 3, fuel imbalance bin ich dran. Alles engine 3 related, partial galley, temperature, das kennen wir. Das kennen wir, ja, ist gut. Minoides, Swiss 188, heavy, guten Tag, we are descending flight level 230. Swiss 188, guten Tag, radar contact, what are your further intentions? Standby. Ich nehme sie, hä? Ist gut. Swiss 188, confirmed declaring emergency. Ah, Wien, Swiss 188, negative, aus dich. Das ist Pan. We have one engine shut down. Our intention is obviously to turn back to Zurich at a certain moment. But you are not stamping now, confirm? Negative, we are waiting for your clearance. Okay. Also, wenn wir rasch zusammenfassen, wo wir stehen. Ja, ist gut. Engine out, nicht dramatisch eigentlich. Ja. Jetzt haben wir eine Dämpfphase vor uns, dann müssen wir mal ausrechnen, was wir wollen eigentlich. Ja. Mhm. Möglichst weit, aber ich glaube, wir können mit. Also eigentlich können wir auf Max Landing Weg gehen, von dem her haben wir ja, wahrscheinlich vor. Genau. Swiss 188, what is the amount of fuel you have to dump? Swiss 188, we have to dump approximately 53 tons of fuel. Okay.
Three-five-eight, confirm you want to maintain, you want to stay in my area and dump this fuel? The best thing that we could do is to return back, but we can do it here as well, so that's no problem for me. 3188, Roger, turn right, direct to Kilo Papa Tango. Right turn, Swiss 188, and standing by for clearance to dump. Kannst du mir einfach mal einen Schub geben? Just Zuckerstößli für den Anflug vielleicht so? Ja. Captain F. Danke. So, jetzt muss ich zu den Passagieren. Ja, your voice. Gut. My voice. Kannst du mal haben. Oh, I like it. Wo ist sie da? Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Unfortunately, I do not have very good news for our flight to Shanghai. We had to shut down the engine number 3. Engine had too high oil temperature, and to protect the engine, we had to shut it down. It's obvious that we cannot continue with that towards Shanghai. Right now, we are turning back. Due to our very heavy weight, we can start to dump some fuel any moment. I know that's not good news. I really apologize for that. Of course, safety is our prime concern, so that makes a lot of sense to turn back now. We start to work now on the problems, so I'll be back with you when we start with our fuel dumping. Thank you for your understanding. Swiss 188, affirm you may start to dump now. Thank you, starting dump. Jet is an arm. Yeah, ah, komm, ich lasse laufen. Ha, ready? Confirmed. Sie redet nicht mehr. Caution. During jettison operation, monitor the CG. If either the forward or aft takeoff and landing limit is reached, stop jettison. Okay. Then, when jettison is completed or manually stopped, müsst ihr einfach die beiden Knöpfe da drücken. Oder? Okay. Swiss 188, change now to Wien on 133.6, please. 1336 Swiss 188. Dankeschön und danke für Ihre Hilfe. Sehr gerne. Arbeiten wir weiter, oder? Ein Kaffee. Kaffee, gut. Ab wenn du noch Strom auf der Maschine hast. Swiss 188, Roger, you cleared level 160 and 140, please. Stopping descent level 140, Swiss 188. 140. Your chat isn't right. So, jetzt mal eine Schokolade. So, jetzt der Message. Also, was haben wir da? Could you please advise all packs that we will operate with new aircraft, new departure, Zurich 1800, local time. Das ist doch mal gute News für die Passagiere. Wenigstens für die Passagiere. Ich meine, man gar nicht mehr. Gut, aber sagen Sie, hat er abgestellt. Er hat das Gewicht erreicht. Okay. Ja. Swiss 188, we are finished to dump and we are ready for radio-vectors towards Trasadingen. Swiss 188, Roger. Fly direct to Trasadingen. Do you need vectors? Negative. Direct to Trasadingen, Swiss 188. Okay, you need an initial heading? I guess not. Not necessary. We have FMS. Direct to Trasadingen now. Wir sind gut, Junge. Just to make it sure you completed dropping right now. FM, dropping is complete. Also, wir haben jetzt das Landegewicht erreicht. Wir beginnen den Anflug. Eigentlich für eine A340 keine große Sache. 3 anstelle von 4 Motoren. Wir reduzieren das Klappensetting etwas für den Anflug, aber ansonsten gibt es einen völlig normalen Anflug und völlig normale Landung. Also eigentlich nichts Besonderes. Natürlich sehr seltene und unangenehme Situation. One engine out. Aber schlussendlich operationell eigentlich keine Hexerei. Gut, dann haben wir natürlich mit Bodenstelle Kontakt gehabt. Die haben bereits eine neue Maschine bereitgestellt. Die geht um 18 Uhr, das heißt praktisch Anschlusszeit. Wir sind ja kurz vor 4 Uhr da. Also in 2 Stunden haben wir eine Ersatzmaschine. Leider neue Crew, für uns etwas schade. Aber die werden dann hoffentlich zuverlässig den Flug zu Ende führen nach Shanghai. Ist eigentlich die beste Lösung für die Passagiere, wenn es so rund geht. Also geht auch nicht immer, muss erstmal eine Maschine haben. Man kann ja nicht immer eine ganze A340 auf Halde halten, aber so ist das ideal.